geht? Ich bin Serum Becky und ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und jetzt habe ich noch gute Laune. Ich weiß nämlich nicht, wie das Ganze enden wird. Jedenfalls habe ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich habe schon ein paar Bewertungen gelesen, weil ich muss ja wirklich nach dem Schlechtesten suchen und ich war schockiert. Ich war echt schockiert und ich habe tatsächlich Angst davor. Vor allem, diesmal gehe ich nicht zu der Person, sondern die Person kommt wahrscheinlich dann zu mir, wenn das laut den Bewertungen so stimmt. Jedenfalls habt ihr euch zwei Sachen richtig oft von mir gewünscht, wo ich hingehen soll, wo es richtig schlecht sein soll. Und zwar einmal, Becky, geh mal bitte zum schlechtesten Friseur deiner Stadt. Ich glaube, ihr wollt, dass ich kurze Haare bekomme, oder? Oder richtig schiefe Haare. Kann das sein? Kann das sein? Ja, ich könnte mir auch theoretisch nur eine Frisur machen. Ja, mach ich vielleicht auch. Leute, schafft mir 40.000 Daumen nach oben auf dieses Video. Dann gehe ich wirklich zum schlechtesten Friseur meiner Stadt oder such den halt irgendwie raus. Versuch einen richtig miesen zu finden, ja. Heute geht es aber jedenfalls um den schlechtesten Make-up-Artist bzw. Visagist meiner Stadt. Ich habe tatsächlich nach richtig langer Suche einen richtig miesen gefunden und der ist so mies. Ich habe noch nie solche schlechten Bewertungen gelesen. Aber dazu kommen wir erst später, ja. Die lese ich euch nachher mal vor. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist das genau? Das ist einfach eine Person, die dich schminkt, normalerweise super gut kann und die nimmt dir einfach alles ab. Die erzählt dir vielleicht auch noch, was am besten zu dir passt, welche Farbe, welche Produkte, macht dir falsche Wimpern drauf, wenn du Bock drauf hast. Das komplette Programm wird da durchgezogen. Und normalerweise sollte es ja gut aussehen, ne? Und zu dir passen. Aber vielleicht ist er ja nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es ja so, du hast Glück. Manchmal hast du mega Pech. Und das stimmt, was die Leute sagen. Ich würde aber sagen, ab geht's zu den Bewertungen. So, kommen wir jetzt zur ersten Bewertung. Ein Stern. Macht nur Hausbesuche. Ja, wow. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst davor, weil... Ich weiß nicht. Jemanden so bei sich zu Hause reinzulassen? Keine Ahnung, aber ja gut, wenn es nicht anders geht, dann machen wir das halt. Aber ich werde trotzdem mal fragen, ob man sich auch dort irgendwie schminken lassen kann. Also ich brauche es nicht, ja. Dann freundlich, aber absolut unfähig. Klingt schon mal mega. Dann kommen wir auch schon zur nächsten schlechten Bewertung. Wenn es eine Auszeichnung für den schlechtesten Make-up-Artist gäbe, würde er sie bekommen. Furchtbares Ergebnis. Wollte nicht zahlen, doch er bestand auf die... Alter Schwede, wie schlecht muss das dann sein? Bestand auf die 60 Euro und wollte mir nur als Wiedergutmachung einen 5-Euro-Gutschein fürs nächste Mal aushändigen. Nein, danke. Ehrlich jetzt, was bringt dir dieser Gutschein, wenn du es sowieso schon kacke fandest? Das bringt dir dann gar nichts, weil ich glaube nicht, dass die Person sich dann nochmal schminken lassen will. Und das wusste die Person wahrscheinlich, dieser Make-up-Artist oder so. Wo hat dieser Mann bitte schminken gelernt? Ich sah in meinem Leben noch nie so hässlich aus. Dann wieder ein Stern, Leute. Meine Freundinnen haben mich ausgelacht. Wie gemein. Ich meine, dafür kannst du ja nichts. Was ist das denn? Ein Stern. Ich dachte, es wäre als Mutter nicht schlecht, sich mal zu Hause schminken zu lassen. Also rief ich her an und bekam prompt einen Termin. Gut und schön, doch er kam verspätet an und das nur mit total verdreckten Produkten. Hygiene ist ein Fremdwort. Habe ihn direkt weggeschickt. Wer weiß, was man sich da einfängt. Muss ich jetzt Angst haben? Ja, jetzt hier noch eine richtig lange Bewertung. Ein Stern. Es sollte der schönste Tag meines Lebens werden, doch es wurde zum schlimmsten, den ich je erlebt habe. Ich wollte mich am Tag meiner Hochzeit von diesem Make-up-Artist in Ruhe... Oh mein Gott, ich kann es mir schon denken. Nein. Am Tag deiner Hochzeit und du hast einfach mal den schlechtesten Make-up-Artist am Start. Nein! Nein! In Ruhe zu Hause schminken lassen. Terminvergabe lief super und schnell ab. Er klang kompetent und freundlich am Telefon, doch als er kam, erwartete mich das Grauen höchstpersönlich. Mann in Badelatschen! Schminke schmutzig, Pinsel schmutzig, billige Schminke aus der Drogerie und Asien. Und absolut unfähig und für das angebliche Braut-Make-up wollte er noch unverschämte 120 Euro haben. Okay, Leute, wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es richtig schmutzig wird. Und ich werde auf jeden Fall gucken, ob er wirklich Drogerie- und Asien-Schminke benutzt. No way. Und dann 120 Euro am Tag deiner Hochzeit. Dieser Mann hat wohl noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt, geschweige denn jemals eine Ausbildung in dieser Richtung absolviert. Ich sah aus wie ein Clown statt wie eine Braut. Lippenstift verschmiert. Augen einfach nur schwarz angemalt und von den Edding Augenbrauen will ich gar nicht erst reden. Am Ende musste ich sogar weinen und er
frühstückte es nur mit einem, sie wollten es aber so ab. Ihm gehört die Lizenz entzogen, nie wieder. So konnte ich auf gar keinen Fall heiraten. Zum Glück konnte sogar meine kleine Schwester, in Klammern 14 Jahre, besser schminken als er und half mir den Tag noch zu retten. Dann wollen wir mal gleich mal bei diesem Make-up-Artist anrufen. Scheint irgendwie ein Mann zu sein, also ja, rufen wir dort einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich den echt zu Hause haben will. Wenn es geht, soll er bitte, ja? Er soll bitte mir einen Termin in seinem komischen Kosmetikstudio geben, aber bitte nicht hierher kommen. Es klingelt. Also die Nummer geht noch. Hallo, hier ist Rebecca Wing. Ich würde gerne einen Termin bei Ihnen ausmachen. Ich habe irgendwie gelesen, dass Sie Make-up-Artist sind. Ja. Geht das heute noch? Morgen. Morgen, wie spät denn? 3 Uhr. Ja, ist in Ordnung. Dann morgen 12 Uhr? Ja, 12 Uhr. Aber ich habe nur Hausbesuche. Kann man sich nicht bei Ihnen irgendwie schminken lassen? Nur Hausbesuche. Ja, in Ordnung. Dann gebe ich Ihnen jetzt meine Adresse. Wie war denn die Schminke? Ja, irgendwie so Party-Make-up oder sowas. Smoky Eyes. Okay, Smoky Eyes. Ich weiß. Ich kenne das. Ja, okay. Leute, was war das für ein komisches Gespräch? Also irgendwie klang der mir nicht so danach, als hätte er eine Ahnung, was Smoky Eyes sind. Der sagt irgendwie Schmoky oder so. Was ist das? Und irgendwie hat mir noch nicht mal gesagt, wie viel er verlangt. Gar nichts. Wahrscheinlich, damit du erst die schminken lässt und dann kriegst du einen Schock, ja? Dass du dann richtig viel bezahlen musst. Ich hoffe nicht, dass ich über 100 Euro zahlen muss. Ja, jedenfalls steht er morgen um 12 Uhr auf der Matte. Also, Leute, sehen wir uns dann morgen kurz vor 12 und ich muss die Kamera irgendwo verstecken, damit ich alles aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwie mit meinem Handy filmen kann, damit man es ein bisschen näher sieht, nicht so weit weg, weil es geht ja um das Make-up. So, Leute, es ist fast 12 Uhr, wir haben schon den nächsten Tag. Und ich warte jetzt auf diesen Make-up-Artist mit so gut wie nichts drauf. Ich habe nur ein bisschen Foundation drauf gemacht und ein bisschen Concealer, weil ich habe ein paar Pickel hier. Ich hatte keine Lust, ohne alles komplett die ganze Zeit rumzulaufen. Ich denke mal, dass er Abschminktücher mit dabei hat und sowieso darauf achten wird, dass nichts auf meinem Gesicht oder so ist, bevor er da irgendwas drauf macht. Aber ja, ich habe darüber nachgedacht und ich konnte die Nacht nicht schlafen, ne? Weil ich dachte mir so, scheiße, der kommt zu mir nach Hause. Das ist einfach mal so viel unangenehmer, als wenn ich irgendwie zu irgendeinem Kosmetiksalon hingehe, ja? Das ist einfach mal noch unangenehmer. Aber ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Mal gucken, wie lange er sich Zeit lässt. Leute, es ist jetzt 8 nach und er hat gerade geklingelt. Hört ihr das? Der Make-up-Artist ist da. Hallo. Hallo, Rebecca Wing. Ja, genau. Sie können reinkommen. Also, ja, genau. Wir können so durchgehen. Also, hier komplett durch, ja. Ihre Toilette für uns sind. Einfach hier so durch. Da die Tür. Ja, genau. Was ist das? Er ist gerade auf Klo gegangen. Was liegt hier rum? Leute, der hatte ernsthaft eine Aldi-Tüte, Digga. Der ist wirklich mit Badelatschen hier reingekommen. Und das. Das ist nicht sein fucking Ernst. Das ist nicht sein Ernst, Leute. Wirklich nur Drogerieschminke. Seht ihr das? Was ist das, Catrice? Die Pinsel da so reingerotzt in die Handschuhe. Oh Gott, nicht, dass der mich hört. Ich habe schnell kurz die Tür zugemacht. Wie sehen die Paletten aus? Oh mein Gott. Ja, wenigstens frische Wimpern, aber auch irgendwie von Essence. Und was ist das hier? Oh mein Gott. Das ist doch nicht sein Ernst. Scheiße, der wäscht sich gerade die Hände, Leute. Ja, nachdem er dann mit der Toilette fertig war, ging es ans Make-up, beziehungsweise er hat mir erstmal meine Foundation versucht irgendwie abzumachen mit einem Taschentuch und dann hat er irgendwie so eine grüne Paste raufgeschmiert, keine Ahnung, was soll das sein, eine Grundierung? Ich weiß es nicht, aber das hat er dann mit einem Pinsel aufgetragen sogar. Und anschließend hat er dann irgendwie eine viel zu dunkle Foundation aufgetragen, einfach da drüber gepackt mit so einem Schwämmchen. Und ich habe ihm schon gesagt, ist das nicht ein bisschen zu dunkel? Ich war schon schockiert. Und er meinte, nee, sieht gesünder aus. Also er hat richtig wenig geredet übrigens. Ja, sieht sehr gesund aus, wie man sehen kann. Ich war schockiert. Ja, dann hat er irgendwie Concealer genommen und das aufgetragen. Er hat nichts vorher desinfiziert, gar nichts.
und hat das dann eingearbeitet bzw. versucht. Wie man sehen kann, hat das nicht viel gebracht. Und darüber hat er irgendein Puder aufgetragen. Ja, und auch unter meine Nase. Mehrfach. Keine Ahnung, ich musste fast niesen. Dann hat er ernsthaft eine Zahnbürste genommen, um meine Augenbrauen in Form zu bringen. Ich dachte mir so, nein, nicht schon wieder diese Zahnbürste. Die hatte ich ja schon mal in einem Nagelstuhl. Ich weiß nicht, ob die irgendwie miteinander zusammenhängen. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er dann meine Augenbrauen versucht auszumalen und dann ging es an den Lidschatten. Da hat er einfach einen natürlichen Ton genommen. Doch dann hat er zu so einer richtig dunklen braunen Farbe gegriffen und wie ihr sehen könnt, ich hätte mir keine Smoky Eyes wünschen sollen. Guckt euch das an. Und statt das irgendwie mit einem Pinsel wegzumachen, arbeitet er es einfach mit einem Schwamm ein, weil er sich wahrscheinlich denkt, oh, die Foundation ist eh schon braun. Warum nicht einfach einarbeiten? Fällt nicht auf. Ja, er versucht das irgendwie stundenlang irgendwie zu retten, glaube ich. Er hat es versucht zu verblenden, aber es funktionierte irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht, was es sein sollte. Ich war einfach nur sprachlos. Ja, dann hat er mir einen Eyeliner gezogen, beziehungsweise er probierte es. Er hat einfach nur ganz viele Striche irgendwie gemalt und anscheinend gemerkt, dass es doch nicht so lief, wie er sich das vorstellte. Und dann wurde er immer dicker und dicker und dicker und das kam bei raus. Vor der Mascara hatte ich schon Angst, wie man sehen kann. Ich habe schon Abstand genommen und ich sehe so fleckig aus. Wenn ich das schon sehe, ne? Ich ekel mich so. Es sieht so schlimm aus. Ja, dann hat er da auch wieder rumgeschmiert und sein dreckiges Taschentuch wieder genommen. Und ich war einfach nur noch empört. Ich habe mich schon geschämt. Ja, geistig war ich schon gar nicht mehr anwesend, wie man sehen kann. Und dann ging es an die falschen Wimpern, die er irgendwie versucht hat, mit seinen Handschuhen da aufzukleben. Es sah fürchterlich aus. Es hat nichts mehr gerettet, wirklich gar nichts mehr. Ja, dann meinte er, rote Lippen würden mir stehen und das ist bei rausgekommen. Ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr beschreiben, oder? Man sieht einfach, was er da macht und man sieht, wie scheiße es aussieht. Und ja, ich war einfach nur noch angepisst und ich hatte so einen Ekel vor diesem Lippenstift. Er hat nichts vorher sauber gemacht, gar nichts. Ja, dann hat er noch irgendwie versucht, mein Make-up weniger fleckig, glaube ich, zu machen oder heller. Da hat er einfach mal eine hellere Foundation raufgeklatscht, einfach mal drüber geben und dann Highlighter. Ehrlich, jetzt hätte er sich auch sparen können und so sah mein Highlighter übrigens danach aus. Und dann noch, keine Ahnung, Contouring, Bronzer. Guck mal unten auch diese Linie an, ekelig. Fertig? Ja, fertig. Okay. Sieht echt irgendwie verschmiert aus hier. Kann man nicht so sein lassen. Doch, das ist sehr, sehr schön. Sehr viele blaue Sonne. Ich finde auch irgendwie, die Farbe passt nicht. Ich bin eigentlich viel heller. Sehen Sie das? Hier, wie viel soll das denn kosten? Das haben Sie gar nicht gesagt. 50 Euro. 50? 50 Euro. Nicht 15, 50. 50 Euro, ja. Das ist niemals 50 Euro wert. Das ist total verschmiert, total fleckig. 50 Euro, ich rufe Polizei. Ich rufe Polizei, wenn sie 50 Euro mir nicht geben. So, okay, zwei Dackel zusammen und geben sie mir 50 Euro oder ich rufe Polizei. Ja, hier. Okay. Okay, ich begleite sie noch zur Tür. Hey Leute, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Was zum Teufel war das? Soll ich lachen oder soll ich gerade heulen? Leute, ich bin gerade 50 Euro losgewonnen. Das ist das Ergebnis. Der will mich doch verarschen. Was? Was? Das ist so drüber gemalt. Digga, der hat niemals schminken gelernt. Ich wette mit euch, der verdient einfach mal so eben nebenbei Geld, gibt sich als Make-up-Artist aus, aber ist gar keiner. Guckt es euch einfach mal an. Ich weiß noch nicht, ihr seht das wahrscheinlich jetzt besser. Wie sehen die Augen aus? Wahrscheinlich auch nicht viel besser, ne? Ich habe auch vorhin diesen Eyeliner gesehen. Ich dachte, der verarscht mich. Ja, an meinen Augenbrauen hat er jetzt nicht so viel gemacht. Ein bisschen rumgeschmiert, glaube ich. Aber die Foundation geht gar nicht. Highlighter, ja wow. Aber der Rest, man, das ist so fleckig. Ich habe noch nie so eine... Ich sehe so aus, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, gegrillt worden irgendwie. Guck mal, was er hier hinterlassen hat. Einfach mal voll den Saustall. Er hat einfach alles zusammengepackt und ist gegangen. Das hat er hinterlassen. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele das benutzt haben. Ja, meine Haare retten jetzt auch nichts mehr. Aber Leute, guckt das euch einfach mal an. Das sieht einfach nur furchtbar aus. Ich bin gerade so unendlich sauer.
Ich meine, okay, ich habe schon damit gerechnet, dass es schlecht wird, aber so schlecht. Okay, sind jetzt so meine Haare drüber, ne? Da sieht man das hier nicht, ne? Die ist rumgeschmiere. Die hat nichts desinfiziert, nichts sauber gemacht. Die Pinsel waren schon schmutzig. Die ganzen Paletten sahen schmutzig aus. Und es stinkt so. Die Schminke stinkt. Das sieht eher so aus, als hätte ich eine Partynacht durchgemacht. Und das ist mein Make-up danach, als das eigentliche Make-up. Digga, kein Wunder, wo man ausgelacht wurde. Oh, es geht gar nicht. Oh, Leute, ich fühle mich so hässlich, ne? Ich werde mich auf jeden Fall gleich mal abschminken. Das geht gar nicht. Und wow, das sieht einfach nur noch scheiße aus. Das ist hässlich aus, Leute. Ich bin so hässlich. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Make-up hier findet. Bestimmt genauso scheiße wie ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das gut findet. Und hättet ihr dafür 50 Euro bezahlt? Ja, ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Das war das Schlimmste ever. Das war das Schlimmste ever.